Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch erstmal einen frohen zweiten Advent. Ihr seht ja, zwei Kerzen sind an, also es muss der zweite Advent sein. Und beim letzten Mal habe ich ja erwähnt, dass an jedem Advent ein Gewinnspiel startet. Und heute starten sogar zwei Gewinnspiele. Also ihr könnt zwei unterschiedliche Spiele gewinnen, jeweils zwei Keys, ein pro Gewinner aber. Aber ihr könnt natürlich bei beiden Gewinnspielen mitmachen, also bei beiden Spielen. Und könnt beide Spiele abstauben, wenn ihr Glück habt. Und ja, kommen wir zum ersten Spiel. Das wäre Kali and the Reaper Man Escape from the Underworld. Und das habe ich mit der Gaming Lady Nikki gespielt. Und ja, erstmal, wer die Gaming Lady Nikki noch nicht kennt, ich verlinke den Kanal auf jeden Fall hier in der Beschreibung. Schaut auf ihren Kanal auch mal drauf. Also wir haben beide echt Spaß mit dem Spiel gehabt. Und ja, man kann es alleine spielen. Man spielt dann den Reaper Man und die Kali. Oder man kann es in Koop spielen, so wie Gaming Lady Nikki und ich das gemacht haben. Dann spielt einer den Reaper Man im VR-Headset. Und der andere spielt mit dem Controller am Monitor die kleine Kali. Und ja, man muss verschiedene Rätsel lösen. Der Reaper Man kann halt die ganze Map überblicken und muss der Kali halt ein bisschen auch erklären, wo man gerade hinspringen muss und so weiter. Manchmal sieht man auch andere Sachen. Der Reaper Man sieht zum Beispiel dann eine kleine Brücke, die Kali gar nicht sehen kann. Also ich finde das Spiel echt cool und ja, sollte sich jeder mal angeschaut haben. Besonders der Soundtrack, den finde ich mega, also echt gelungen. Das Spiel kostet momentan 20 Euro im Steam Shop und ich finde es echt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie lange die Spieldauer jetzt ist. Also ich glaube aber, dass es schon einige Stunden betrifft. Besonders wenn man sich ein bisschen blöd anstellt, wie wir ab und zu, und ich dann immer wieder mal runterspringe. Dann kann das schon mal was länger dauern. Aber wie gesagt, macht echt Spaß. Besonders dieser Koop-Aspekt hat mir gefallen. Ja. Das wär's erstmal mit Kali and the Reaper Man. Zwei Keys werden hier verlost. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Titel. Der passt nicht ganz zum Advent, weil er so ein bisschen Krieg beinhaltet. Aber trotzdem cooler Titel. Wardust. 32 gegen 32 Leute auf einer riesen Map. Also, das gibt's in VR so noch nicht. Also, mir ist kein Spiel bekannt, was das momentan bietet. Warzone sollte ein Titel werden, ist aber noch nicht erschienen. Da bin ich auch echt gespannt drauf. Aber kommen wir erstmal zu Wardust. Also von der Grafik her müssen wir so ein bisschen Abstriche machen. Ich würde das so packen in zwischen Battlefield 2 und 3. Aber in VR muss man halt immer Abstriche machen. Und ich finde erstmal cool, dass so ein Game wie à la Battlefield in VR endlich mal existiert. Und ich hoffe, da trauen sich demnächst mal mehr Entwickler ran. Also genau sowas brauchen wir. Multiplayer-Games, wo Leute miteinander zusammen zocken können. Und ja, Wardust hat jetzt den Anfang gemacht mit 64 Mann auf einem Server und ja, da dürfen wir gespannt sein, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht kommt auch mal was von EA oder anderen AAA-Entwicklern raus, aber bis dahin müssen wir VR noch ein bisschen pushen, glaube ich. Ja, zurück zu Wardust. Ist sehr positiv bewertet worden, also da habe ich schon ganz andere Bewertungen gesehen. Also wie ihr seht, durchweg positiv. Das Spiel kostet 20,99 €. Und ja, ist meiner Meinung nach gerechtfertigt, wenn die dranbleiben, aber wie ihr seht, also da gibt es immer mal wieder Patches, neue Karten und so weiter. Ich hoffe, dass die alle Bugs rausbekommen, die so existieren, dann wird es echt ein geiler Titel. Bei mir, also ich habe dieses neue Update auch noch nicht getestet. Ich habe vor, den ProTube bald zu testen, der ist unterwegs und wenn ich den dann teste, werde ich den definitiv mit Wardust auch testen. Da bin ich gespannt, wie das Handling so ist und ob man dann kleine Vorteile hat gegenüber den Leuten, die ohne ProTube spielen. Kann natürlich sein, weil man eventuell so ein bisschen ruhiger zielen kann. Ja, das wäre das zu Wardust. Und ja, das Ganze findet wieder auf Gleam.io statt. Beide Links werde ich unten in die Beschreibung packen und wer den Ablauf noch nicht so kennt oder da Probleme hat, kann gerne unter die Kommentare schreiben. Ich werde dann sofort versuchen, diese Frage zu beantworten. Und ja, ich hoffe, es machen zahlreich Leute mit und ich wünsche allen Leuten viel Glück, die mitmachen. Das letzte Gewinnspiel kam noch nicht so gut an, da haben noch nicht so viele Leute mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder so, keine Ahnung. Könnt ihr mir auch gerne unter die Kommentare schreiben. Ich hoffe, mit den beiden Spielen hier kriege ich euch jetzt und ihr macht mit, dass es ein bisschen mehr Anreiz ist. Und ja,
Ich wünsche allen viel Glück und noch einen schönen zweiten Advent. Bis zum nächsten Mal. Ciao.